Guten Abend und ein herzliches Willkommen hier bei JFD Brokers, heute zu unserem Webinar über Seitwärtsmärkte, richtig traden. Ja, mein Name ist Stefan Friedrichowski, gewohnte Stunde, gewohnter Ort und naja, gewissermaßen gewohnter Name. Also ich meine, ich, der hier genau diese Art von Webinaren macht, und ich freue mich natürlich super, dass ihr so zahlreich dabei seid, und auch herzlichen Dank für die vielen einzelnen Grüße, die hier schon im Chat reinkommen. Also ich kann gar nicht alle einzeln beantworten. Jetzt kriege ich gerade, oh, ein guter Hinweis. Ist das das richtige PDF? Nein, jetzt versuche ich mal gleichzeitig hier weiterzureden und natürlich auch noch, das war das PDF von letzter Woche, vom letzten Webinar, und dann auch noch das Englische. Sorry, und gleich geht's hier auch in gewohnter Weise weiter. Was man daran übrigens merkt, Männer sind definitiv nicht multitaskingfähig. Also ich auf keinen Fall. Und von daher ist es gar nicht so einfach, genau das gleichzeitig hier zu korrigieren und hier weiter zu reden. Damit ich es nicht vergesse, Datum 20. März 2019, 19 Uhr, also soweit alles gewohnt. Was habe ich gerade gemacht und was war mit irgendwelchen Dateien falsch? Ihr habt bereits die Folien zum Download, steht bereit, also einfach aus dem Control Panel vom GoToWebinar gibt es einen Unterreiter, der heißt Unterlagen. Da sind die Folien von heute, und später gibt es auch noch einige Excel-Sheets. Wer die haben möchte, ich kann sie leider nicht hochladen, da gibt es einen Upload-Filter. Nettes Wort, gerade in den heutigen Tagen. Ein Upload-Filter, der auf die Dateitypen reagiert, und Excel ist nicht hochladfähig hier bei GoToWebinar. Aber sei es drum, wer sie gerne haben möchte, die späteren Excel-Sheets, einfach eine E-Mail hier an meine Adresse s.friedrichowski@jfdbrokers.com, und ich sehe zu, dass ihr die dann auch zeitnah natürlich bekommt. Gleiches gilt, wenn irgendwas mit den Folien nicht klappt, auch kein Problem. Seitwärtsmärkte richtig traden ist ja der Titel von heute, und da kann man eigentlich gleich schon eine Menge Fragezeichen dran machen. Hey, Seitwärtsmärkte? Man kann ja grundsätzlich sagen, da gibt's auch gar nichts zu holen. Was soll ich in Seitwärtsmärkte? Ich will meine Ausbrüche haben. Ich will meinen langen Trend in eine Richtung, und den will ich natürlich mitnehmen. Klar, keine Frage, will ich auch. Das Dumme ist nur, oft sind die Märkte anders gestrickt. Und oft, da gibt's auch Aussagen zu, ich wiederhole die zwar, auch wenn ich das nicht ganz seriös finde, das heißt, dass sich die Märkte im Allgemeinen 70% ihrer Zeit in Seitwärtsphasen bewegen. Die Aussage an sich ist irgendwie nett, aber ohne natürlich eine echte Definition, was genau eine Seitwärtsphase ist, ist es nicht ganz so einfach. Aber nehmen wir es trotzdem mal so hin. Das heißt, zwei Drittel der Zeit ist ein Markt ohnehin in der Seitwärtsrichtung. Also sollte man uns vielleicht genau um die Phasen mehr kümmern als um die anderen. Das nur mal so beiseite gestellt. Also, ich hoffe für alle, spannendes Thema. Und wer zwischendurch Fragen hat, ich versuche es so gut wie es geht ja auch online zu beantworten. Wenn es dann gar nicht irgendwie klappte, dann einfach kurz wieder Hinweis auf die E-Mail-Adresse. Letzte Bemerkung, ihr merkt, ich rede euch schon gerade hier alle mit Du an, so indirekt, im sogenannten Pseudo-Du meistens. Das Gleiche könnt ihr im direkten Du gerne auch mit mir machen, wenn ihr dann zum Beispiel an mich eine E-Mail schreibt. Bevor wir richtig loslegen, kurz noch der Risk-Disclaimer. Einmal sollte ja immer gezeigt werden, wir reden über Trading-Strategien, und wir reden heute nachher übrigens wirklich über eine aggressive Trading-Strategie. Da ist der Hinweis, dass, wenn es dann ums eigene Traden geht, natürlich alles auf eigene Verantwortung geht, nochmal extra wichtig, weil, der Hinweis heute, wir machen was Aggressives, wir werden es sehen, geht ein bisschen in Richtung Martin Gale, um den einen oder anderen vielleicht damit zu locken und hoffentlich nicht abzuschrecken, weil es gibt Möglichkeiten, wo man das auch durchaus seriös dann machen kann. Okay, ich kriege ja noch eine Definition von Seitwärtsmarkt, eine Serie gleicher Hochs und gleicher Tiefs. Gehe ich absolut mit. Die Frage ist, jetzt kommt der Mathematiker gleich in mir, naja, und wie viel Abweichung darf es dann sein? Und über welchen Zeitraum muss ich jetzt mindestens gucken?
auch wenn ich jetzt im D1-Chart bin, reicht eine Woche, ein Monat oder ein Jahr. Trotzdem, danke für den Hinweis, ist sicherlich eine gute Variante, einfach mal auf die Verbindung der Hochs und Tiefs zu gucken und zu schauen, ob das dann möglichst horizontal ist. Aber wenn dann mathematische Aussagen trifft, da wird es halt immer noch ein bisschen knackiger. Und ihr wisst, das ist mein Background, der eines Physikers, und von daher ist das nicht immer ganz so einfach. Von der Abfolge her gehe ich heute folgendermaßen vor. Ich will zweimal sogar über die Motivation reden, warum Seitwärtsmärkte irgendwie was Tolles sind. Und zwei Beispiele will ich dazu geben. Das eine ist, da mache ich jetzt wirklich eine entfernte Anlehnung, und zwar gibt es eine Strategie auf JFD Invest, die heißt Archimedes, und die macht genau das. Und da werden wir mal drauf gucken und uns ein paar erste, hoffentlich sozusagen aufhellende Momente schon holen, wenn wir mal gucken, was diese Strategie denn so tradet. Und das Zweite, da gucken wir uns einfach mal wirklich einen Chart an, um zu sehen, wie denn da vielleicht was geht und worauf wir sonst meistens gucken, wenn wir auf den Chart gucken, und worauf wir jetzt gleich dann gucken und da mal ein bisschen die Unterschiede genauer betrachten. Wenn wir jetzt über Seitwärtsmärkte reden und wollen die dann profitabel traden, dann brauchen wir bestimmte Zutaten. Das ist jetzt hier natürlich in Wahrheit kein Kochrezept, sondern wenn ich über Zutaten rede, meine ich, wir brauchen den Strategieansatz. Also wie gehen wir eigentlich die Trades ein? Und wir werden nachher auch über Nachkaufen reden, was grundsätzlich gefährlich ist, aber manchmal auch eine richtig gute Sache sein kann. Das ist die eine. Das heißt, wir reden über die Trade-Ausführung, also wann steigen wir ein und wann, weil ich schon über Nachkaufen rede, wann tun wir dann sowas? Naja, und das andere ist, wie können wir überhaupt unsere Märkte selektieren? Wo ist es denn vernünftig? Oder gibt es vielleicht sogar eine Grundauswahl an Märkten? So nach dem Motto, DAX eher nicht, Gold schon gar nicht, aber dafür australischer Dollar, kanadischer Dollar. Und das, was ich jetzt gerade ungefähr gesagt habe, stimmt auch. Aber da können wir sehr viel Grundauswahl treffen für die Märkte, die dann im Seitwärtsmarkt besonders gut sind. Und genau das wollen wir uns natürlich angucken. Also welche Märkte sind dann richtig langweilig? Ihr merkt, ich nenne die Seitwärtsmärkte halt langweilig, weil ja an sich sich nichts tut. Und normalerweise die meisten Trader wirklich gelangweilt vor ihrem Rechner sitzen, weil da einfach keine neuen Hochs sich aufbauen, schöne Zickzack-Bewegungen, 1, 2, 3 Bewegungen, nix. Ja, und bevor man dann ganz einschläft, kann man dann vielleicht doch hier die andere Strategie testen. Das wollen wir dann ein bisschen den Ansatz statistisch untersuchen und dann wieder durchaus mal auf allen Märkten, um wieder zu nur ein zweites Mal festzustellen, dass es einfach welche gibt, die da nicht für geeignet sind. Und schließlich und endlich will ich auch wieder ein Portfolio vorstellen, inklusive einem Account, den ich jetzt seit 3 Wochen genau mit der Strategie auch trade. Und das schon mal Vorbemerkung, ziemlich gut. Also nicht ich bin gut, sondern der Account ist gut, weil ich mache da nichts, sondern ein Expert Advisor tut dann da den Rest. Aber das, was wir vom Ansatz besprechen, ist genauso gut auch diskretionär möglich, mit vielleicht kleinen Einschränkungen. Motivation, wer noch welche braucht, hoffe nicht. Am Beispiel Archimedes. Archimedes ist eine Strategie, die auf JFD Invest, also der Social Trading Plattform von JFD, läuft. Und ich sage gleich dabei, die Strategie ist nicht von mir. Ich weiß zwar, von wem die ist, aber genau die, nein, die gehört zu denen, die nicht direkt aus meiner Feder kommen. Und trotzdem nehme ich die hier als Motivation. Also ihr seht, die Strategie läuft jetzt seit guten halben Jahr, noch ein bisschen mehr, hat eine schöne Performance-Kurve hingelegt, also den Growth in Prozent sehen wir hier. Der Account ist, glaube ich, sowas wie ein 3.000-Euro-Account, also auch nett, um das Ganze zu folgen. Und das, was wir hier sehen, ist ja die Performance, sozusagen die Equity. Und die sieht natürlich schon irgendwie verführerisch aus. Okay, das ist die erste Motivation. Zweites Überraschungserlebnis. Wenn man da mal schaut, was tradet denn eigentlich die Strategie, dann seht ihr hier die Liste der Symbole, die in diesen
sieben, acht Monaten getradet wurden. Und lassen wir mal einfach die beiseite, die eigentlich irgendwie hier nur wohl testweise mal mit ins Spiel kamen. Gibt es eigentlich nur zwei Symbole. Euro, Schweizer Franken und Euro, Polnisch, Zloty. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere hellhörig oder verwundert, ist verwundert. Diese beiden Symbole sind die Basis für die Trades dieser Strategie und in der Mehrzahl Euro, Polnisch, Zloty. Ich gestehe ganz ehrlich, als vor ungefähr einem Jahr derjenige, der für die Strategie verantwortlich ist, mit mir mal Kontakt aufgenommen hatte und irgendwann ein paar Monate später erzählte, Stefan, also am besten ist die übrigens auf Euro, Polnisch, Zloty. Dann meinte ich, hups, kann man die überhaupt traden? Und geht das überhaupt mit den Spreads? Geht das alles? Er sagt, ja. Und war selber ein bisschen überrascht. Aber die Tests haben ergeben, Euro, Polnisch, Zloty ist irgendwie ein geeignetes Symbol. Jetzt kann ich natürlich fragen, Euro, Polnisch, Zloty, wie läuft denn der überhaupt? Also ich wusste es wirklich nicht und ich musste mir erst mal einen Chart davon machen. Und natürlich nehme ich das auch als zweites Beispiel hier am Chart. Gucken wir zunächst mal auf die linke Seite. Die linke Seite hier ist genau Euro, Polnisch, Zloty im Daily Chart. Und das Ganze, das ist ziemlich genau der gleiche Zeitraum, wo jetzt gerade auch die Trading-Historie war, also seit August letzten Jahres, also gut sieben Monate oder sowas. Da fällt der Seitwärtsmarkt gewissermaßen schon mit bloßem Auge. Reden wir wieder nicht über die Definition, aber irgendwie tut sich ja bei dem mehr oder weniger rein gar nichts. Weil, ich habe es hier oben noch auf der Folie dick geschrieben, achte auf die Skala. Also wir müssen jetzt auch nochmal im Vergleich sehen, okay, hier oben ist irgendwie 4,34, hier unten ist 4,24 oder 2,5. Das sind also in Summe 0,1 auf 4. Also der eigentliche Wechselkurs ist ja hier so grob 4. 0,1 auf 4, das sind 2,5%. Ups. Also das Ding hat hier eine Schwankungsbreite, die ist verdammt, verdammt klein. Und in dieser bewegt er sich halt einfach. Was wir normalerweise tun, oder die sozusagen Underlyings, die wir uns angucken, in denen wir traden rauf und runter, ist sowas wie auf der rechten Seite. Hier ist jetzt Gold, gleiche Zeitskala, letzten sechs Monate. Und klar, hier fängt natürlich jeder sofort die Chartanalyse an und hat hier ein Hoch und hier ein Tief, hier ein höheres Hoch und so weiter und so fort. Da können wir fast einen Trendkanal bilden. Wir können nach Formationen suchen und, und. Das ist so der Ausgangspunkt, wie wir meistens sonst auf die Märkte nun mal schauen. Dass das hier wirklich total anders aussieht, also okay, auf den ersten Blick haben wir es so ohnehin gesehen, aber gucken wir nochmal am zweiten Blick, jetzt auch wieder der Blick auf die Skala. Die Skala hier ist 1350 oben und 1160 unten. Naja gut, grob 200 macht ganz grob 15-20%. Hups. Das heißt, hier, wenn wir mal die gesamten sieben Monate als einfach nur als Range sehen, dann ist von oben nach unten so grob 20%, vielleicht sind es nur 15, und bei dem anderen nur 2,5. Na, das ist nämlich mal ein Unterschied. Man kann es ein bisschen erahnen anhand der Kerzen, aber so richtig natürlich auch nicht. Aber wir haben halt wirklich einen fundamentalen Unterschied. Also Seitwärtsmarkt und darin jetzt traden und wie wir gerade gesehen haben auf der Folie davor, profitabel zu traden, scheint zu gehen. Sicherlich könnten wir jetzt hier auch historisch in den Goldchart einige verdammt gute Trades einmalen und hier unten in dem Tief gekauft und hier oben in dem Hoch verkauft, fast die kompletten 200 Punkte mitgenommen. Ist natürlich ein gigantischer Trade, alles bestens. Ja, aber dann haben wir hier einen gigantischen Trade. Schön. Die Strategie von gerade hat nicht einen Trade gemacht, sondern in dem Zeitraum knapp 400 Trades. Und hat in Summe auch einiges verdient in dem Account. Ich glaube, so grob 1000 Euro. Und der Account ist ja gar nicht so besonders groß.
Und wenn man jetzt hier versucht, das Gleiche rauszuholen, na, dann müssen wir jetzt schon wirklich sehr genau werden. Also dann müssten wir vielleicht nochmal hier gekauft haben und den dann da verkauft. Und ja, jetzt wird es aber schon langsam gewissermaßen unmöglich, hier einen ähnlichen Profit in Summe rauszuholen. Und in summa summarum, also irgendwas scheint dran zu sein. Seitwärtsmärkte lassen sich hier irgendwie extra traden. Okay. Was brauchen wir aber jetzt? Wir brauchen bestimmte Zutaten, wie man jetzt in einem Seitwärtsmarkt tradet. Ich mache das gleich. Ich gehe sozusagen durch die Trading-Idee doppelt durch. Ich mache es kurz an der Folie und dann als nächstes nochmal am Chart. Am Chart wird es hoffentlich nochmal klarer, aber ich will erstmal das Grundprinzip auch einmal vorneweg so in einem Rutsch mehr oder weniger erzählen. Natürlich brauchen unsere Zutaten möglichst flache Seitwärtsmärkte. Wenn wir es nachher noch genauer definieren, am liebsten sind sogar volatile Seitwärtsmärkte. Das ist sozusagen der ultimative Kick. Also idealerweise immer eine Kerze rauf und die nächste Kerze, also eine große Kerze rauf und dann die nächste eine große Kerze wieder runter. Und das in wilder Abfolge. Das ist sozusagen der Traum für diese Art von Strategie. Der Trading-Ansatz hier ist, wir traden Long und Short. Und wir machen das zum Teil sogar also einfach simultan. Ich werde das schließlich nachher in dem Konto, was ich direkt vorstelle, was dann auch im Moment als Test-Account läuft, auch vorstellen. Ich trade es simultan, Short und Long gleichzeitig. Da denkt jeder, ups, jetzt macht er auch noch Hedging hier oder nee, das hat gar nichts mit Hedging zu tun, sondern es läuft darauf hinaus, dass bei dem Ansatz es eigentlich egal ist, wann man einsteigt. Und mit was man einsteigt, also ob Long oder Short. Solange der Markt den richtigen Charakter hat, ist das alles egal. Wir arbeiten allerdings mit Nachkauf. Ich sage es hier nochmal gleich dabei. Achtung, hohes Risiko. Wir arbeiten mit Nachkauf. Und wie das so ungefähr von der Abfolge her losgeht, naja, wir starten einen Trade. Ich nehme jetzt nur noch eine Richtung. Wir machen also einen Long Trade auf. Unser Long Trade hat auch irgendein Take Profit. Ich nenne den mal hier schon mal X, weil das kommt gleich mehrmals vor. Also wir haben, keine Ahnung, 3 € wollen wir erwirtschaften mit diesem Trade, den wir jetzt einfach aufgeben. Und wir haben einfach eine initiale Lot Size. Ich nehme der Einfachheit halber immer gleich die Minimum Lot Size, also 0,01 Lot. Okay, wenn die 3, also wir machen einen Long Trade auf, der Trade läuft nach, also der Preis läuft nach Norden, alles klar, dann haben wir irgendwann vielleicht unsere 3 € gewonnen. Bestens. So, wir wissen alle, so läuft es natürlich nicht unbedingt. Wir machen jetzt einen ganz einfachen Grundansatz. Und der heißt, wenn wir den gleichen, das kann man auch anders machen, den gleichen Eurobetrag im Minus sind, dann kaufen wir nach. Okay, mein Beispiel gerade, 3 € nach oben, war eigentlich unser Take Profit. Sobald unser Trade 3 € im Minus ist, dann kaufen wir nach. Und wie viel? Okay, wir kaufen immer so viel nach, wie wir schon akkumuliert bereits haben. Okay, das heißt, dann dreht eine Abfolge. Das heißt, beim ersten Nachkauf kaufen wir wieder 0,01 Lot. Und wenn wir dann nochmal nachkaufen sollten, müssten, also wenn wir nochmal 3 € weiter nach unten, also wenn der Preis noch weiter nach unten geht, kaufen wir nochmal nach. Dann allerdings 2, danach 4, 8, 16. Ihr seht, da kommt das Risiko. Da kommt genau das Risiko, weil jedes Konto ist endlich groß. Stelle ich allerdings nachher auch noch was vor, wie wir dem Ganzen noch sozusagen umgehen können. Es gibt auch nachher eine Alternative, wie man vorgehen kann. Man kann so nachkaufen oder man kann auch nachkaufen immer mit der gleichen Lot Size, aber bei bestimmten Schwellwerten, also wenn wir bestimmte Schwellverluste haben. Es ist vielleicht nicht jedem schon direkt klar, wie ich das hier wirklich meine. Deswegen dazu mal wirklich ein Beispiel hier am DAX. Ups, welcher Preis hat denn hier gerade so durchoszilliert? Das scheint irgendwas auf der Welt passiert zu sein. Kriegt nochmal gerade die Frage, ist das so eine Art Martingale? Ja, es ist eine Art Martingale. Das will ich auch gar nicht verheimlichen. Deswegen auch, wir müssen genau wissen, was wir hier tun. Der Chart dahinter macht mich natürlich schon neugierig, aber ich blende es aus. Ups, genau das wollte ich nicht, sondern bestimmt schreibt mir jemand, was vorhin mal passiert ist. Ich weiß es nämlich nicht.
So, was wir hier haben, ist den DAX. Im Moment jetzt im M15-Chart. Und um die Vorgehensweise zu illustrieren, male ich mir hier mal ein Rechteck ein. Und zwar Pfeile, nein, Formen. Wo haben wir sie denn? Formen, Rechteck. Und zwar brauchen wir hier ein Rechteck. Und dieses Rechteck gebe ich auf eine bestimmte Größe. Und zwar mache ich dieses Rechteck einfach mal genau 20 Punkte groß. Mein Beispiel, dass ich den DAX nehme, obwohl ich vorhin schon gesagt habe, der DAX ist eigentlich überhaupt nicht geeignet für die Strategie, hat einen einfachen Grund. Hier kann ich die Rechnungen sozusagen direkt aus dem Kopf raus machen, weil ein Punkt, ein DAX-Punkt ist genau 1 Euro. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Kasten und dieser Kasten ist sozusagen, wenn ich ein Lot kaufe, genau 20 Euro groß. Gut, jetzt gehe ich mal an irgendeine Stelle im Chart und sage, ich habe hier meinen Long Trade sozusagen gemacht. Okay, und zwar sage ich einfach zum Open dieser Kerze da. Ich mache mal halt mal meinen Kasten hier daneben und mache da auch nochmal eine Linie rein, damit wir noch so das Gedächtnis haben. Da sind wir jetzt long reingegangen. Und angenommen, unser Ziel sind genau 20 Euro. Gut, wie man unschwer erkennen kann, ist der Preis hier nach Süden gegangen. Das heißt, in den nächsten Minuten nichts mit Take Profit mitnehmen. Also mein Take Profit sind jetzt hier 20 Euro und die hätten wir auch in den nächsten Minuten nicht erreicht. Okay, dann nehmen wir mal unseren Kasten und tragen ihn mal nach unten ab. Und wenn wir den Kasten hier nach unten abtragen und wenn wir den Kasten verlassen, was wir hier tun, dann haben wir genau die Situation, dass wir nachkaufen. Das heißt, wir kaufen hier nach. Ich habe gesagt, ich kaufe so viel nach, wie ich akkumulierte Lots schon hatte. Ich hatte ein Lot. Okay, also habe ich jetzt, nachdem ich hier eingestiegen bin, 2 Lots. Jetzt müssen wir überlegen, wo ist jetzt unser Take Profit? Ursprünglich war mal unser Take Profit ungefähr hier oben. Also ich nehme mal eben wieder meinen Kasten. Weil mit dem Kasten kann ich das sehr schön malen. Ja, da oben war er, genau. Da war unser ursprünglicher Take Profit. Ich mache mal noch eine vertikale Linie, damit wir noch wissen, wann wir überhaupt eingestiegen sind. So, jetzt haben wir hier nachgekauft. Unser Take Profit für die Gesamtposition ist jetzt übrigens genau hier. Also, wenn wir wieder einmal unsere Box nach unserem zweiten Einstieg verdient haben, dann haben wir wieder unseren Take Profit. Und zwar ist das der Take Profit für die Gesamtposition. Was bedeutet das denn? Weil hier beim DAX können wir es auch so schön einfach rechnen. Unsere erste Position ist, wenn wir hier oben wieder sind, genau bei 0. Das heißt, die haben weder gewonnen noch verloren. Unsere zweite Position, die hier nach oben gegangen ist, hat aber jetzt genau die 20 Punkte gemacht, also meine 20 Euro. Das heißt, ich habe meinen ursprünglichen Take Profit von 20 Euro, weil meine Box ist ja genau 20 Punkte, dann gewonnen. Wie wir leider erkennen, wird da ja auch hier nichts draus. Das heißt, auch hier den Take-Profit haben wir nicht geholt. Okay, also müssten wir weiter warten und wir steigen in der Tat nochmal ein. Und zwar nicht hier, nicht da, sondern da. Hier würden wir ebenfalls wieder eine Position eröffnen und diese Position. Und wir hätten dann einen Take-Profit, der wieder hier oben ist. Und das ist die ganze Logik. Wie man jetzt sieht, ich habe wirklich ganz bewusst gerade ein schlechtes Beispiel, also einen ungünstigsten Einstiegspunkt für einen Long-Trade gewählt. Wir müssten tatsächlich noch zweimal nachkaufen. Wir würden noch weiter hier runtergehen, würden nochmal nachkaufen und dann noch, warte mal, ich mal es eben ein. So, da unten hätten wir nochmal nachgekauft. Jetzt wäre der Take-Profit hier die darüber liegende blaue Linie und beim nächsten hätten wir hier nochmal eine. Und jetzt sieht man auch, danach wäre kein weiterer Nachkauf erforderlich. Hier oben sind wir dann in den Take-Profit gelaufen und hätten in Summe genau 20 Euro Gewinn gemacht. Okay.
Ah, danke übrigens für den Hinweis. Die FETVAS, also die hat uns gerade irgendwelche monstermäßigen Kursbewegungen gegeben. Okay. Dann wird zurück zu hier. Also, die Positionsvergrößerung ist die, außer beim ersten Mal ist es immer verdoppeln. Wir kaufen immer das nach, was wir schon haben. Also beim ersten Mal haben wir ein Lot oder in meinem Fall hier jetzt ein Lot, weil ich jetzt über den DAX rede. Beim zweiten Mal kaufen wir genauso viel nach, wie wir haben, also eins. Und danach kaufen wir zwei nach, weil wir haben ja schon zwei. Und danach kaufen wir vier nach, weil wir hatten ja schon vier. Okay. Ihr seht, mit den Einstellungen und meinem gerade gewählten Beispiel muss ich schon ein paar Mal nachkaufen. Das heißt, mein Risiko wird hier schon gerade groß. Nun stelle ich ja ohnehin nachher in Frage, ob der DAX das richtige Underlying für genau diese Vorgehensweise ist. Und ihr ahnt schon, Euro-Polnisch Zloty scheint geeignet dafür zu sein. Kann man jetzt auch malen. Und ihr könnt gerne auch genauso vorgehen mit so einem Kasten und findet genau die Einstiege. Ich will es aber jetzt gleich erstmal weiter untersuchen. Mir geht es nochmal ums Prinzip. Wir haben also eine Art Grid und deswegen kann man die Strategie auch durchaus eine Grid-Strategie sehen, nennen. Ihr seht, diese horizontalen Linien bilden hier ein Nachkauflevel für neue Einstiege und die sind äquidistant, also immer hier in meinem Fall diese 20 Punkte. Und die Quintessenz, das ist die wichtigste Erkenntnis hier ist, was wir final einmal brauchen, ist ein Anstieg um genau diese 20 Punkte. Also vereinfacht gesagt, das Ganze geht dann gut, wenn irgendwann ein Anstieg um 20 Punkte kommt. Warum sage ich jetzt 20? Weil ich hier alles an diesem Beispiel aufgezogen habe. Also meine Boxgröße war 20, 20 Punkte. Wenn ich nur irgendwann einen Anstieg von 20 Punkten habe, von meinem letzten Nachkauflevel aus gesehen, dann ist es alles im grünen Bereich. Dann passiert mir hier gar nichts und mein Trade endet oder meine Trade-Sequenz, als solche würde ich die nämlich bezeichnen, meine Trade-Sequenz endet dann immer im Plus. Ein einziger Anstieg um diese 20 Punkte. Okay, ich hoffe, die Quintessenz ist soweit rübergekommen. Übrigens, meine Short Trades, die ich jetzt gerade simultan auch eröffnet hätte, da hätte ich gar nicht nachkaufen brauchen, sondern die wären einfach immer brav direkt in Take Profit gelaufen. Das heißt, ich hätte hier, da ist noch das Fadenkreuz, auch mein Short Trade eröffnet. Der wäre hier in den Take Profit schon gelaufen. Und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wow, wenn eine Trade-Sequenz zu Ende ist, dann mache ich was Neues auf. Also war hier jetzt meine Short Trade zu Ende. Also habe ich dann da den nächsten Short Trade gemacht. Der Anstieg reichte nicht, um auf der Short-Seite nachzukaufen. Also wäre hier nochmal in den Take Profit gelaufen und hier dann nochmal und hier dann nochmal. Danach hätte ich jetzt, wenn ich mit meinen Short Trades weitergemacht hätte, auch mal auf der Short-Seite nachkaufen müssen. Also es ist sehr gut, sich das Ganze im Chart mit solchen Boxen, die äquidistante Linien bilden, die sozusagen Euro-äquidistant sind. Das sage ich alles deswegen so ein bisschen abstrakt und komisch, weil in dem Euro-US-Dollar-Chart ist es ein bisschen aufwendiger. Also nicht wirklich, aber da muss man mal einmal rechnen. Im Zweifelsfall macht man einfach eine fiktive Order. So mache ich das, wenn ich da keine Lust habe, das selber zu rechnen. Ich mache einfach sozusagen ein bisschen darüber, mache ich einfach so eine Sell-Limit-Order und probiere dann rum und schiebe einfach die Linien, bis ich genau meinen Eurobetrag habe. Und dann habe ich da zwei horizontale Linien und dann kann ich meine Box malen und dann kann ich die Box auch weiter nach oben oder unten abtragen. Also das kann man sehr schön einfach mit irgendeiner Buy-Limit oder Sell-Limit oder Buy-Stop, Sell-Stop-Order einfach machen und dann die Linien durch die Gegend schieben. Dann hat man einen ähnlichen Effekt und braucht nicht rechnen. Im DAX ist es, wie gesagt, alles etwas deutlich einfacher. Okay. Okay.
Das heißt, jetzt nochmal konkret hier wurde gerade viermal nachgekauft und hier beim DAX habe ich jetzt gerade alles, das ist nicht Strategie. Mir geht es um die Erklärung der Strategie, weil ich hier so viele Fragen genau dazu kriege, sondern ich habe es hier am Beispiel mit 20 Punkten gemacht. Okay, hier kommt schon gerade der erste Verbesserungsvorschlag für die Strategie. Will ich auch noch mal kurz hier diskutieren. Würde es zum Beispiel helfen, irgendwie noch einen EMA mitzunehmen und den, naja, sozusagen so als kurzfristigen zusätzlichen Filter? Ist eine absolut valide Idee. Ich nehme die mal kurz auf. Dann entfernen wir uns so ein bisschen von dem Gedanken, grundsätzlich den Seitwärtsmarkt zu traden und den dann auch noch simultan. So, das machen wir mal kurz. Den EMA, wo haben wir ihn denn? Tendenz. Moving Average, da mal. So, nehmen wir mal hier so ein 40er EMA. Nur um die Idee von Damian aufzugreifen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir sind oberhalb vom EMA, dann machen wir nur zum Beispiel unsere Long Trades, die jetzt hier irgendwie auch alle so direkt funktioniert hätten. Und hier oben, wenn wir da noch eingestiegen wären, hätten wir dann über den Nachkauf unseren Profit schließlich geholt. Hier wären wir dann wieder Short gewesen und so weiter. Ist also eine valide Idee, zu sagen, man baut hier noch einen zusätzlichen Filter ein. Viel hängt allerdings alles davon ab, von der Relation dieser Zahlen. Also ist 20 Euro jetzt eine gute Zahl für den Trade mit einem Lot? Das müssen wir halt in Frage stellen. Und das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Aber es gibt viele weitere Möglichkeiten, wie man hier mit dieser Strategie noch umgehen kann. Das Nachkaufkonzept ist hoffentlich verstanden und hoffentlich auch das Risiko. Ich bringe nochmal kurz die Folie. Ihr seht, wie die Sequenz hier losgeht. Also eigentlich haben wir beim ersten Mal, eigentlich müsste ich hier schreiben 1, 1, 2, 4, 6, 4, 8, 16. Also beim ersten Mal haben wir genau ein Lot, dann kaufen wir ein Lot nach, damit haben wir schon zwei Lot. Dann kaufen wir als nächstes zwei Lot nach, dann vier, dann acht, dann 16. Das Ganze kann man hier auch als Multiplikator verstehen auf die initiale Lotgröße. Also jetzt nochmal zurück zum Forex. Da würde ich also anfangen mit 0,01 Lot. Dann beim ersten Mal nachkaufen nochmal 0,01 Lot kaufen. Dann beim nächsten Mal 0,02. Also so ist das Ganze zu verstehen. Okay. Kommt schon wieder noch die nächste Idee. Da wir ja vor allen Dingen Seitwärtsmärkte traden wollen, müsste man wohl eher den EMA verkehrt rum traden. Das ist ein guter Hinweis. Wenn wir halt genau darauf scharf sind, ich hole nochmal eben den Euro-Polnisch-Zloty, auch wenn das jetzt eine völlig andere Zeitebene ist. Wenn ich jetzt hier, da kann ich kein EMA mal eben reinlegen, aber dann wäre sozusagen, wenn wir oberhalb vom EMA sind, wäre es eher geeignet, Short zu traden. Auch berechtigt. Man kann übrigens jetzt mit dem Blick mit den blauen Boxen und wann ist die Strategie, wann läuft die leicht und wann hat die ein Problem, kann man sofort hier sehen. Die Strategie lief natürlich hier ganz ohne Schwierigkeiten. Dieser etwas längere Anstieg, der kann ein Problem bereiten. Ich sag kann. Hängt davon ab, wie die Rücksetzer sind. Und danach kam er hier dann irgendwie der Rücksetzer. Und wenn wir noch mal kurz fragen, okay, das war hier Februar. Jetzt gucken wir noch mal kurz in den Account hier rein. Und siehe da, wo war das Problem in der Strategie? Ihr seht, im Februar. Jetzt verstehen wir warum. Da wurde nachgekauft. Das war hier dieser lange Anstieg. Da waren Short Trades unterwegs, wo auch nachgekauft wurde. Und das hat auch dazu geführt, dass in der Strategie hier, weil hier sind auch die angelaufenen Verluste mit eingemalt. Deswegen haben wir hier auch diese Delle. Okay, haben wir auch verstanden. Sehr schön. Eine Sache wiederhole ich nochmal zum Schluss. Ein weiteres Mal am Chart. Nochmal, was ist für die Strategie wichtig? Trotz der Nachkäufe, wir brauchen einmal die Bewegung für genau unsere Boxgröße in die eigentlich anvisierte Richtung. Also ich war hier die ganze Zeit mit meinen Long Trades unterwegs. Ich brauche einmal den Anstieg seit meinem letzten Nachkauf um genau meine Boxgröße. Dann bin ich safe. Dann ist meine Trade-Sequenz automatisch im Take-Profit gelandet.
Das merken wir uns nochmal. Also ein Anstieg um die Boxgröße nach oben. Den Hinweis brauchen wir nämlich noch. Gut, soweit ein paar Grundlagen. Jetzt ist die Frage, welche Märkte sind denn nun richtig langweilig? Zum einen muss man sagen, jeder Markt kann natürlich immer temporär langweilig sein. Also zum Beispiel habe ich die letzten Wochen durchaus mal gedacht, mein Gott, der Euro-US-Dollar ist auch ganz schön langweilig. Wir haben immer also temporär Phasen, wo Märkte seitwärts langweilig laufen. Und gerade immer dieser Blick, oh, jetzt kommt der große Ausbruch. Naja gut, vielleicht war er gerade eben dank des Zinsentscheides wie ich hier bei euch gelesen habe, keine Zinserhöhung mehr im 2019 scheint auch noch gewesen zu sein. Ja, okay. Bringt mich übrigens auf einen anderen Punkt. Es steht nachher übrigens auf der letzten Folie auch nochmal. Das Gute ist an der Strategie, wir können ja bestimmte Termine wissen wir im Vorhinein. Wie zum Beispiel FED-Zinsentscheide. Auch wenn ich die nicht unbedingt immer auf dem Radar habe, aber ihr wahrscheinlich schon. Das heißt, wenn ich eine solche Strategie fahre, kann ich natürlich auch vorher sehen, dass ich meine Trade-Sequenzen beende und dann gehe ich raus aus dem Markt. Dann warte ich. Also wäre jetzt Euro-US-Dollar hier auf dem Radar gewesen, für diese Art von Strategie wäre es erstmal prinzipiell vernünftiger, vorher abzuschalten und zu sagen, nee, jetzt nicht. Wir wissen ja, gleich kommt was. Gleiche Bemerkung würde ich im Moment nahezu zu allem sagen, was den britischen Pfund in seinem Namen trägt. Da kann immer mal gerade wieder eine heftige Bewegung kommen. Uns stören für diese Art von Strategieansatz dann die Bewegung, wenn sie uns stur in eine Richtung gehen. Wenn sie nach oben und dann wieder nach unten gehen, haben wir kein Problem. Da sind wir sogar frohen Mutes, weil da kriegen wir zigmal unsere Gewinne. Also das Kennzeichen, also manche Märkte, ich zeige gleich welche, sind eher dauerhaft langweilig. Euro, Polen, Zloty haben wir gesehen, aber wir kriegen gleich noch ein paar mehr. Das Kennzeichen hier, weil vorhin wollten wir schon mal Seitwärtsmarkt definieren, jetzt gehe ich hier eher auf den langweiligen, ist eigentlich, naja, in Summe einfach mal wenig Bewegung. Ist jetzt wieder keine mathematische Definition. Und das ermöglicht auf längeren Zeitstrecken. Also auch wenn wir unsere Trades nachher sogar auf M5-Basis eingehen, ist es gut, wenn selbst auf Tagesbasis eigentlich nichts passiert. Das Gift für die Strategie sind längere Bewegungen in eine Richtung ohne Rücksätze. Ist ja, glaube ich, auch sofort klar. Welche sind denn nur besonders langweilig? Dazu habe ich in Wahrheit ziehe ich eine Rechnung hier wieder aus der Tasche. Die habe ich euch schon mal gezeigt in einem ganz anderen Zusammenhang. Und da stelle ich einfach nur die Frage, wie weit läuft ein Symbol innerhalb einer bestimmten Zeitstrecke? Und zwar in Prozent. Bevor ich genau auf den Graphen eingehe, nochmal genauer, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe einfach meine Kurshistorie genommen. Ich habe M5-Daten genommen für mehr als 10 Jahre. Und dann habe ich einfach gefragt, okay, wo ist der Preis am 1.1.2013 um 18 Uhr? Okay. Und wie sei denn von da aus nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach einer Stunde, nach 7 Tagen? Das sind die nachher hier, bis zu 7 Tagen bin ich hier jetzt mal gegangen. Und habe einfach gefragt, wie weit ist denn der Preis dann gelaufen? Kann ich alles sehen. In der Historie sehe ich ja alles. Ja, jetzt habe ich einen Mittelwert gebildet. Und habe das Vorzeichen allerdings beiseite gelassen. Mir geht es darum, einfach zu fragen, wie stark sind denn Bewegungen? Wie weit läuft denn so typischerweise mein Underlying, mein Symbol nach einer bestimmten Zeit? Und darum habe ich einfach den Mittelwert über hier den kompletten mehr als 10 Jahre gemacht. Und das habe ich dann aufgetragen. Das ist genau das Resultat. Das ist ein Mittelwert für jetzt komplett die Vergangenheit von mehr als 10 Jahren. Das Ganze trägt man übrigens dann am besten doppelt logarithmisch auf, deswegen auch die komischen Skala. Y-Achse in Prozent, X-Achse ist in Tagen und ursprünglich habe ich halt mit 5 Minuten Kerzen angefangen. Wenn man vom Anfangsbereich absieht,
gibt es übrigens gerade dann nach einer doppellogarithmischen Auftragung hier so einen ziemlich geraden Verlauf, der auch eine ziemlich bekannte Steigung hat, aber das ist heute nicht das Thema. Was aber auffällt ist, gehen wir einfach mal nur hier auf da hinten und gucken kurz, wer zeigt denn jetzt viel Bewegung und wer zeigt denn wenig Bewegung? Ich habe die hier sortiert, also nach, also jetzt genau andersrum, wie es hier in der Legende ist. Der am wenigsten Bewegung überhaupt zeigt, ist Euro, Schweizer Franken. Okay. Wir alle wissen, 15.01.2015 oder 16, da gab es mal Bewegung, aber das war es auch schon. Ansonsten ist Euro-Schweizer Franken ein wahnsinnig langweiliges Symbol. Ihr wisst noch, was in der Strategie Archimedes als zweites getradet wurde? Euro-Schweizer Franken. Das heißt, hier ist sozusagen wie weit läuft der Kurs weg von einem bestimmten Zeitpunkt an? Im Mittel am kleinsten. Also nach 7 Tagen weniger als 1% weg. Das andere Extrem ist das, was ich vorhin als Beispiel genommen habe, nur weil man so schön malen kann. Der DAX. Der DAX ist sozusagen das Unangenehmste hier. Das Währungssymbol, was man, oder jetzt, das ist übrigens hier ein komisches Symbol, das ist GRX, Euro, EUR, weil meine Kursdatenquelle den so nennt. Das ist der DAX. Hier gibt es auch noch irgendwo SPX, das ist dann der S&P 500. Also der langweiligste überhaupt, der am wenigsten Bewegung zeigt, ist Euro, Schweizer Franken. Also super Kandidat für das, was wir gerade präsentiert haben. Also den Strategieansatz. Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar. Dritter, ach, Euro, polnisch Zloty. Euro, britisches Pfund. Wahrscheinlich stehen hier Symbole, die die meisten eher nicht traden. Hier kommt noch ein interessanter Kandidat auf Platz 7. Ich nenne den mal Euro-Hufe. Natürlich sind es keine Hufe, sondern das sind die ungarischen Forint. Aber bei mir heißen die immer Hufe. Ebenfalls so ein Langweiler. Okay, damit haben wir schon mal eine gute Selektion. Welche Symbole sollten wir für die Strategie eher in Betracht ziehen und welche eher nicht? Man kann übrigens tendenziell sagen, jene Symbole mit japanischer Yen-Beteiligung sind tendenziell eher ungeeignet. Die neigen zu längeren Ausbrüchen und die in eine Richtung und Ura, das ist Gift für die Art von Strategie. Also, das ist schon mal der eine Input. Das ist generell die Frage der Langweiligkeit. Jetzt habe ich noch eine Sache dazu gepackt, weil, naja, wir wollen natürlich auch noch Trades machen. Und diese Trades wollen wir natürlich nicht in Prozent machen, sondern wir wollen die Trades nachher in Euro machen. Also habe ich das Ganze nochmal, diesmal habe ich als Auftragung nicht logarithmisch, sondern normal gewählt. Das Bild sieht an sich prinzipiell genauso aus. Nur hier habe ich gefragt, wenn ich so ein Trade mit Minimum Lot Size trade, wie weit läuft der denn? Nochmal, Vorzeichen wird hier nicht mit in die Waagschale geworfen. Dann ist es so, dass wieder DAX läuft am weitesten und am wenigsten läuft australischer Dollar, Neuseeland-Dollar. Und dann geht es hier so weiter. Warum ist jetzt eine doppelt? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Muss mich mal rausfinden, warum hier der zweimal hier mitgenannt ist. Keine Ahnung, scheint irgendwas mit der Legende schiefgegangen zu sein. Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar. Das ist jetzt einfach die Euro-Betrachtung für die Trades. Ändert aber nicht das große Bild. Natürlich die Reihenfolge, unser Euro-Polnisch Zloty ist jetzt ein bisschen tiefer gerutscht, aber wir sehen hier, das sind die Langweiler, die also nicht laufen. Das einmal im Prozent, das andere bei einem fiktiven Trade mit 0,01 Lot und DAX dann mit 0,1, also einfach mit Minimum Lot Size. Ändert insofern nur das Bild, dass die Hitliste sich leicht ändert, aber keine prinzipiellen großen Überraschungen. Gut. Wenn wir also jetzt wissen, welche die richtigen Kandidaten sind, dann können wir eigentlich den nächsten Schritt machen. Wir machen mal die Untersuchung genauer. Ihr erinnert euch, dass ich gesagt habe, was ist das Kennzeichen dieser Strategie?
Für diese Strategie brauchen wir eins. Wir brauchen irgendwann einen Move genau um X. Also dieses, was auch das ursprüngliche Ziel war, schon beim ersten Trade, den wir aufgegeben haben. Da wollten wir beim DAX vorhin 20 Euro verdienen. Wir brauchen, wenn wir da, also wenn wir zu einem gegebenen Zeitpunkt einsteigen, wir brauchen in der Zukunft irgendwann einen Move genau um so viel nach oben. Dann ist alles gut. Na, jetzt können wir eigentlich fragen, wenn wir jetzt wieder statistische Untersuchungen machen, wie lange dauert das eigentlich dann typischerweise? Wie oft mussten wir nachkaufen, damit wir sowas kriegen? Und mit so welchen Xen, also mit wie viel Euro kann man denn da zum Beispiel arbeiten? Und ich habe das komplett untersucht, wieder auf allen möglichen Märkten rauf und runter. Kurz noch dabei mal hier geschrieben, was ich da genau gemacht habe. Also ich habe M5-Daten genommen und de facto, um das jetzt statistisch zu untersuchen, habe ich einfach jede Kerze getradet. Jede. Das sind 1 Million typischerweise für die letzten 14 Jahre Kurshistorie. Ich habe einfach jede getradet und dann für jede die Frage gestellt, wie lange dauert es, bis ich recover und wie oft musste ich nachkaufen und. Und habe einfach aus einem den Mittelwert gezogen. Das klingt jetzt ein bisschen sehr brutal und ist es auch. Weil logischerweise kommen gleich ein paar Zahlen raus. Wir hätten da Strategien, wo wir nachkaufen wie die Weltmeister. Das kann sich wahrscheinlich keiner von uns sozusagen leisten, so viele Nachkäufe machen zu können. Aber ich will nur das benutzen zur Selektion. Das nächste ist, wenn man nachher mal genauer guckt, wann war es denn immer schlimm? Wann sind denn genau diese Nachkaufsachen so ein bisschen aus dem Ufer gelaufen? Das Schöne ist, ich kann euch die Antwort geben. Insbesondere bei Zinsentscheiden. Damit sind wir wieder bei dem Satz von vorhin. Wenn wir schon wissen, dass bei irgendwann was passiert, ja, dann brauchen wir mit dieser Strategie besser gar nicht traden. Jetzt das Beispiel vorhin, 15. Januar 2015, Schweizer Franken. Okay, das kam all of a sudden. Also das war wirklich plötzlich. Aber das an irgendeinem 26., oh, jetzt habe ich es genau, über 24. Juni 2016 eine Brexit-Entscheidung per Volksabstimmung war, das wussten wir. Also es gibt viele, viele Events, die wir im Vorhinein kennen. Und die kann man ja getrost weglassen. Also von daher, wir können sehr, sehr gut eingreifen und wir müssen einfach uns im Zweifelsfall immer auf die Seitenlinie stellen. Es macht nichts. Es gibt noch immer genügend zu traden. Also das ist sozusagen an entgangenen Gewinnen oder ist noch keiner arm geworden, also ist keiner bankrott gegangen, um den Satz mal so zu sagen. Lieber auf irgendwas verzichtet, als mich zu großem Risiko auszusetzen. Gut, Euro-US-Dollar wird, ich gehe gerade noch mal kurz auf die Fragen. Da kommt noch mal ein Hinweis, Seitwärtsmärkte, Range kurzfristig, Range langfristig. Wenn das Verhältnis aus dem groß ist, ist es ideal, ebenfalls eine Methode. Also wenn man einmal begreift, dass man für die Strategie diesen einen Rücksetzer braucht, kann man auch ein bisschen weitere Definitionen nötig machen. Auch das Ganze in ATR zu betrachten, auch die ganze Auftragung ist ebenfalls eine Möglichkeit. Also nicht wundern, wenn ich so kurz mal aus dem Redefluss immer rausgehe, dann gehe ich genau auf die Fragen ein. Gut. Wenn ich jetzt also diese Untersuchung mache, ich will es euch nur vorstellen, nur dass ihr so ein Gefühl, so einen Touch dafür kriegt, wie sowas aussieht, wenn man das dann wirklich komplett untersucht. Auch die Tabelle gebe ich euch gerne. Ist ein bisschen kompliziert zu lesen. Deswegen lasst mich ein paar Sachen erzählen, dann wird es nachher für euch auch sprechender. Hier ist, also weil ich gebe die gerne auch weiter. Das Symbol, okay. Dann, ich habe mal mich gefragt, okay, ich will einen Profit von 0,5 Euro haben. Gut, wenn ich so vorgehe, dann steht hier Anzahl M5 Candles until Profit. Okay, das heißt, im Schnitt, jetzt überlege, komplette Kurshistorie, musste ich 43 M5 Kerzen abwarten und ich habe meinen Trade in den Take Profit gerettet, also gemacht.
der Lost auf, der im Schnitt auf meinen ersten Trade, den ersten 0,01 Lot Trade war, steht hier auch nochmal einfach in Euro. Die mittlere Anzahl der Rebuys, also wie oft musste ich denn da jetzt nur nachkaufen? Im Schnitt. Und im Schnitt gibt es dann natürlich auch so eine Kommazahl, 2,8 Mal, also für australischer Dollar, kanadischer Dollar. Die maximale Anzahl von Rebuys, jetzt Alarm. Alarmglocken müssen angehen. 57. Das wird schwierig. Das war allerdings jetzt die kompletten 14 Jahre. Finanzkrise inklusive. Die spielt hier übrigens auch eine große Rolle in der ganzen Betrachtung. Wir müssen mal gleich gucken, ob wir die Zahl nicht mal ein bisschen nach unten gedrückt kriegen. Und warum wir hier dann zum Beispiel bei australischer oder Schweizer Franken so eine hohe Zahl haben. Naja, das spielt allerdings der 15. Januar 2015 eine Rolle. Dann gibt es hier noch der Anteil der Rebuys kleiner als 2, 48%. Also ich habe hier so eine Art Histogramm gemacht. Die schlimmen sind hier oben. 2,5% aller Fälle brauchte ich mehr als 10 Rebuys. Das heißt, solche Zahlen haben wir hier alle. Weiter nach rechts wird die Tabelle etwas angenehmer. Soll heißen, gucken wir hier mal. Wenn ich meinen Profit sage, okay, ich will 5 Euro in Summe Profit machen mit meinem 0,01 Lot Trade, dann ist es jetzt so, dass meine Anzahl von Rebuys schon nur noch die maximale Anzahl bei 13 ist. Und mein Histogramm wird deutlich attraktiver. Also das heißt, die, die mehr als 10 Rebuys haben, werden wesentlich seltener. Ich sortiere das mal eben. Ich sortiere das mal eben nach der letzten Spalte. Und dann haben wir nämlich wieder unsere Kandidaten für unsere Strategie. Australischer Dollar, kanadischer Dollar. Kandidat für genau diese Art von Traden. Euro, Hufe, also ungarische Forint. Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar. Und dann kommt auch hier gleich europolnisch Zloty. Das sind jetzt die, wo das Ausufern besonders selten ist. Das Ausufern ist jetzt auch klar. Das Ausufern ist dann, wenn ich zu viele Rebuys habe. Dann ufert mir die Strategie aus. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das Ganze noch zu filtern über die Zinsentscheide und alle mir vorher bekannten Termine. Da ich das von anderen Strategien genau weiß, was dann passiert, dann wird die Zahlen, das Zahlenverhältnis hier deutlich günstiger. Reicht mir hier jetzt erstmal diese völlig statistisch geprägte Aussage. Die Informationen reichen schon so weit. Theoretisch könnte ich jetzt sagen, okay, wir sind komplett fertig. Also wir nehmen einfach einen Profit von 5 Euro. Wir haben gerade die Underlyings selektiert und so kann man tatsächlich arbeiten. Und in der Tat kann man so arbeiten. Ich will eigentlich aber allerdings noch eine Alternative vorstellen und auch noch ein bisschen mehr Live-Trading Resultate von genau einer solchen Strategie noch zeigen. Wird gerade hier nochmal im Speziellen gefragt, warum jetzt hier genau der Euro Schweizer Franken am Ende der Hitliste steht. Ja, das Drama war zwar nur einmal, aber das Drama hat ziemlich viel Nachwirkung gehabt. Also ich müsste einige Tage aus dem Kursdaten rausnehmen, damit der Euro Schweizer Franken wieder rausgeht. Also um es grob zu sagen, man muss ungefähr die Woche schon davor rausnehmen, weil die Trades sind nämlich viele von denen sind nämlich nie in den Take Profit gelaufen und gehen dann ins Drama noch rein. Und kurz nach dem Drama war dann noch längere Zeit derart komische Bewegungen, dass da auch öfter was schiefgegangen ist. Das ist der Grund, warum der Euro Schweizer Franken hier jetzt hier unten steht. Ich hätte noch eine andere Tabelle, die das Zeitrahmen ausgrenzt, dann ist auch Euro Schweizer Franken wieder oben. Okay, das nochmal genau dazu. Ihr werdet immer gefragt, gibt es den Stop-Loss? Nein, hier bei der Untersuchung nicht, aber bei der Strategie, die ich euch jetzt vorstelle. Das ist
Alles, was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben noch niemals einen echten Backtest gemacht. Wir haben noch niemals wirklich formal Trades ausgeführt. Wir haben nur eine statistische Untersuchung gemacht. Und trotzdem ahnt, glaube ich, jeder schon, wie man jetzt doch Seitwärtsmärkte super gut traden kann. Und dazu reicht im Zweifelsfall genau auch die Boxen. Man braucht noch niemals ein EA. Die schließlich nämlich Variante, die ich auch zur Trading-Strategie erklärt habe und formuliert habe. Also sprich, die läuft jetzt erstmal seit 3 Wochen zunächst bei einem Demokonto und switcht dann in einiger Zeit. Das sind so bei mir typischerweise so zwischen 3 und 6 Monaten, switcht die dann in ein Live-Konto. Ist eine Variante von dem, was wir gerade machen. Welche Symbole ich da trade, steht hier schon. Und dann gibt es hier irgendwann, ups, so einen Eintrag wie No Opti. Ups, was soll das heißen? Das heißt, die Strategie ist temporär ausgesetzt. Das heißt, diese beiden Symbole, wo das so steht, die wird jetzt erstmal vorläufig gerade nicht mehr getradet. Ich aktualisiere das auch immer und. Deswegen, die zwei werden jetzt gerade nicht getradet. Ich habe jetzt drei Sachen sind jetzt anders. Das eine, es gibt, und das ist genau die Frage, gibt es einen Stopp? Habe ich. Ihr seht hier die Zahlen. Wenn ich so eine Zahl habe wie 500 € oder 1.000 €, bezieht sich das immer auf eine Trade-Sequenz. Das heißt, eine solche Trade-Sequenz darf nicht weiter ins Minus laufen als dieser Betrag. Das ist sozusagen der eine Begrenzungsmechanismus. Der andere Begrenzungsmechanismus, ihr ahnt, was hinter dem Namen Max Lot steht. Also die maximale Lot Size, auf die ich das Ganze hochlaufen lasse. Okay, und jetzt kommt noch der dritte andere Ansatz. Ich mache den Nachkauf jetzt anders. Ich gehe nicht ganz so brutal vor, zumindest nicht am Anfang. Bei mir gibt es hier eine andere Kenngröße für den Nachkauf. Und die heißt, das ist wirklich der variable Name aus meinem Programm, der heißt Average Loss for Increase, also die heißt wirklich so die Variable in meinem Code. Und was verbirgt sich dahinter? Durchschnittsverlust, wann ich nachkaufe. Fangen wir mal einfach in der Zeile australischer Dollar, kanadischer Dollar an. Okay, 4,70 € ist mein Target. Das ist ein Take Profit, wissen wir alle. Ich kaufe nach, gehen wir mal schrittweise vor. Bei 9,21 € im Verlust kaufe ich nach. Und was kaufe ich nach? 0,01 Lot. Ich kaufe nämlich immer nur noch 0,01 Lot nach. Aber ich berechne den mittleren Verlust all meiner offenen Positionen. Das führt dazu, dieser mittlere Verlust, wenn immer wenn der 9,21 € ist, über meine offenen Positionen kaufe ich nach. Gehen wir kurz mal gedanklich vor. Also ich kaufe einmal nach. Das heißt, meine erste Position ist jetzt bei 9 € im Minus. Das nächste Mal nachkaufen tue ich nicht im gleichen Abstand, sondern früher. Jetzt habe ich ja zwei Positionen. Wenn ich jetzt mal Preis gegen mich läuft, bin ich ja mit doppelt so viel schon drin. Ich kaufe nicht sozusagen mit der gleichen Kursbewegung nach, sondern ich kaufe dann nach, wenn ich wieder so einen Verlust habe. Aber dann auf alle offenen Positionen. Also wenn mein mittlerer Verlust für jede offene 0,01 Lot wieder 9,21 € ist. Das ist beim zweiten Mal schon nach der halben weiteren Distanz. Dann kaufe ich wieder nach. Das heißt hier, ich erhöhe zwar meine Lot Size immer nur in Schritten 0,01 Lot, aber in Summe führt es dazu, dass ich irgendwann auch relativ schnell Nachkauflevels mache. Also das heißt, ich kaufe dann immer nach. Das Gute an der Variante ist, dass sie nicht ganz so schnell explodiert wie der Ansatz, den wir gerade hatten. Und das andere Gute ist, wir haben ein Stop-Loss. Auch für eine solche Trade-Frequenz. Gucken wir uns das mal ganz pragmatisch an. Da können wir uns jetzt das Leben einfach machen. Da gehen wir einfach direkt in den Account und da haben wir ihn auch. So, Bild sollte gleich bei euch auch sein. Gut. Gucken wir mal eben auf die, nennen wir es mal, Key Facts, also des Accounts, bevor ich noch ein paar mehr Details hier sage. Also vor 3 Wochen habe ich ihn gestartet bei 5.000 €. Jetzt im Moment steht er bei 5.319 €. Der Erwartungswert übrigens für die Strategie ist 100 € pro Woche.
so viel soll sie nachher leisten. Ich habe aus Versehen den Account allerdings, der hätte eigentlich 10.000 sein sollen. Die Relation zu den Stop-Lossen, die passt jetzt hier nicht ganz. Aber egal. Gucken wir uns nochmal so eine Trade-Sequenz an. Auch mal hier so ein Bildchen groß. Dann sehen wir so ein bisschen, wie der eigentlich tradet. Was jetzt hier zu sehen ist, die sind ein Haufen grüner und roter Linien. Und die grünen Linien sind immer die, die zum Gewinn beigetragen haben. Die roten, der Einzeltrade ein Verlust war. Aber gehen wir mal hier in die Mitte, da haben wir mal so ein Beispiel. Ihr seht, da an diesem Fächer kommen so ein paar rote Linien und alles geht mal in einem Punkt zusammen. Okay. Ich kann euch im Nachhinein den Trade noch mal ein bisschen illustrieren. Hier an dieser Stelle war der erste Trade von dieser Trade-Sequenz. Ein Long Trade. Ein Short Trade. Entschuldigung. Ein Short Trade. Da war ein Short Trade. Okay. Jetzt ist das Ding nach unten gelaufen, hat aber scheinbar den Take Profit nicht erreicht. Dann ist der Preis nach oben gelaufen. Hier, wo jetzt die rote Linie anfängt, Nachkauf. Nachkauf. Dummerweise hat das wohl immer noch nicht zum Take Profit gereicht. Also gab es hier noch weitere Nachkäufe. Und ihr seht hier auch weitere Nachkäufe bis hier oben. Immer 0,01 Lot. Das heißt, es ist ein bisschen handzahmer. Ja, und dann kam die Bewegung nach unten und hier wurde mein Take Profit erreicht. Und so zieht sich das hier durch diese ganzen Linien und Sequenzen, was diese Strategie angeht. Und was trade ich? Naja, die von der Folie. Zwei sind jetzt ausgesetzt. Das steht hier auch drin. No new trade, no new sequence. Das heißt, hier passiert jetzt sozusagen kein neuer Trade mehr. Der letzte ist hier zu Ende gebracht worden und seitdem ruht das. Das gleiche gilt für Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar. Was wir hier schon drin haben, sind unsere Euro-Hufe und auch hier unten unsere Euro-Polnisch-Zloty. Naja, und es läuft. Ja, man hat temporäre Verluste. Wie auch jetzt gerade aktuell habe ich 96 Euro noch Floating Losses. Aber in Summe ist mein Exposure nicht so dramatisch, also ungarische Forint, da habe ich schon in Summe 0,19 Lot noch auf. Und gucken wir mal hier in den Chart, da oben ist mein Take Profit für den Long Trade und hier unten ist mein Take Profit gerade für die Short Sequenz. Also soweit läuft das. Das ist eine Variante, die dann ein bisschen handzahmer ist. Aber auch die andere Variante will ich auch für das diskretionäre Trading überhaupt nicht verteufeln. Wichtig ist immer nur die Auswahl des Marktes, die konsequente Umsetzung und nicht in das einsteigen, was so richtig trendy aussieht. Und wenn dann nicht mehr als Long Short, sondern wenn es nach oben galoppiert, dann halt nur mit der Long-Seite von dieser Strategie. Ebenfalls absolut möglich. Ups, ich überziehe schon wieder. Länger als gedacht. Also, fassen wir mal ein bisschen nochmal zusammen. Also auch Seitwärtsmärkte, die eigentlich so langweilig sind, bieten ein hervorragendes Potenzial. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen zu eingeladen, das Ganze mal mit einer Brille zu betrachten. Und nicht auf, denkt an die eine Folie, wo ich den Gold-Trade, wo ich die 200 Punkte Gold dann mitgenommen habe. Ja, super, Bomben-Trade, keine Frage. Gönne ich jedem. Wird aber immer ein seltenes Ereignis bleiben. Dem werden viele andere Versuche gegenüberstehen, die dann wahrscheinlich das ganze Bild wieder relativieren. Ich gehe sogar so weit in der Gesamtbetrachtung, was ist eigentlich das höhere Potenzial? Dann ist es genau das. Und diese 70%, naja, die geben mir recht geben, wenn ich die Zahl schon in Frage gestellt habe, ist vielleicht die falsche Aussage, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Schaut mal auf Charts. Viel, viel bewegt sich nur sozusagen seitwärts. Und da drin aktiv zu sein, das wird dann schon interessant. Der Idealmarkt ist tatsächlich der volatile Seitwärtsmarkt. Also große Kerzen, also kein Problem. Nur bitte in Abfolge. Also nicht alles nur große grüne Kerzen und die schnurstracks und immer hintereinander. Nö. Wenn es einfach viel rauf und runter geht,
Das ist gut. Und die Bewegung darf ruhig eher groß sein, weil dann habe ich zwar vielleicht, wenn ich auf der falschen Seite bin, ein, zwei Rebuys, aber dann kriege ich schon wieder meinen Take-Profit. Also das ist der Idealzustand. Wenn ich nenne das manchmal, wenn man hinter den Chart sozusagen Kästchenpapier legt, also hier so normales, ja, das Mattepapier, wenn man gewissermaßen alle Kästchen ausmalen würde immer, das ist ideal für die Strategie. So heißt übrigens bei mir, ist ein neuer Indikator, aber dazu mal irgendwann mehr. Also die typischen Kandidaten für genau diese Strategie stehen nochmal hier aufgelistet. Es sind eher die Langweiler. Keine Frage. Und sollte man mal sich ebenfalls mit auf den Chart holen. Was wichtig ist, als Hinweis, wenn große News anstehen, wie zum Beispiel Zinsentscheide oder andere vorhersehbaren Sachen, NFP-Daten freitags für alles, was den US-Dollar drin hat, und zum Teil auch noch andere Währungspaare, oder alles rund um Brexit, also jetzt im Moment britisches Pfund. Manche sich wissen wir ja, politische Unsicherheiten, Wahlen. Es zwingt einen keinen, diese Strategie immer und rund um die Uhr zu traden. Man kann sie auch einfach mal abschalten. Das ist übrigens auch eine Sache, die hier von dem Menschen, der hinter dem Archimedes steht, ebenfalls genauso gemacht wird. Also das lohnt sich, auch sich diese Underlinks mal anzugucken. Naja, und ich hoffe, ich habe da ein bisschen Interesse wecken können. Wir machen natürlich auch nächsten Monat wieder ein Webinar. Da werden wir uns noch mal Mean Reversion genauer angucken. Da habe ich ein paar Neuigkeiten zu. Und rund um die Mean Reversion Ansätze, das ist so das sehr wahrscheinliche Thema. Aber wie immer, ihr kriegt es auch per E-Mail mit. Weitere Fragen und alles gerne. Im Zweifelsfall auch einfach hier per E-Mail. Direkt Adresse steht ja noch. Die gezeigten Excel-Sheets kann ich euch gerne zuschicken. Ebenfalls einfach über diese E-Mail-Adresse. Jetzt gucke ich nochmal kurz hier in die Fragen. Also wären Aktienmärkte generell nichts für die Strategie. Jetzt ja, zumindest von der Grundaussage her. Also man könnte Aktien auch so traden. Die müssen allerdings halt immer schöne Rücksätze haben. Dabei Aktien einen langfristigen Bias nach Norden haben, damit die Definition Seitwärtsmarkt eigentlich nicht erfüllt ist, müssten wir wirklich nur noch auf die Rücksetzer bauen. Also würde ich nicht so viel drauf geben. Das wird noch gefragt. Welche Währungen haben Sie gestrichen? Damit ist wahrscheinlich gemeint, dass ich hier temporär gerade zwei ausgesetzt habe, das ist der Euro-Neuseeländische Dollar und der Neuseeländische-Kanadische Dollar. Die genauen Gründe für das Aussetzen, die sind übrigens in meinem Fall mathematisch und gar nicht jetzt News getrieben, sondern das ist die jüngere Vergangenheit, hat für die Strategie ergeben, dass es da zu Schwierigkeiten kann. Und dann warte ich immer lieber. Das führt jetzt zu weit, genau zu beantworten. Das hat viel was damit zu tun, dass ich Strategien selbst adaptierend und selbst optimierend nachher ausgestalte. Das sind aber jetzt Begriffe, die dann hier jetzt dann noch mindestens eine Stunde brauchen, um sie komplett zu erklären. Ja, soweit von mir. Natürlich allen noch einen super schönen Abend. Vielen Dank für die Teilnahme und das Interesse. Ihr merkt, weil wir viele heute auch mal dabei hatten, die vielleicht noch zum ersten Mal hier bei dieser Art von Webinaren waren. Ihr seht, ich gehe ein bisschen anders ran. Der Chart steht gerade nicht bei mir im Mittelpunkt und die Chartanalyse auch nicht. Viel geht immer darum, aus der Vergangenheit Dinge abzuleiten, die wir für die Zukunft auch nutzen können, aber die vorher sich zu beweisen und nur dann auch als solchen Ansatz entsprechend zu traden. Ist immer ein bisschen mathematisch angehaucht, aber ich versuche es immer auf ein Minimum zu drücken. Nichtsdestotrotz purzeln da schon mal die ein oder anderen Excel-Sheets raus. Aber soweit. Okay, dann nochmal schönen Abend und hoffentlich bis demnächst dann wieder. Macht's gut. Tschö.